Genau. Einfach so ein paar Fünfjährige verprügeln. Mama, kann ich in den Computer? Und mit der höchsten Windrate weg. Ja, du weißt, wie ich Thüringen Master im Kickboxen geworden bin. Gegen jemanden, der jünger ist als ich und halb so viel wiegt. Aber ich hatte Muskelatrophie hatte. Und Glasknochen. Ich hatte gewonnen. Ja, noch ein Glasknochen. Denn das ist es, was Helden tun. Krüppel verprügeln. Da keiner von beiden mit Skill glänzen kann, haben sich unsere Mentalkrüppel für Themenlinks entschieden. Jedes Spiel wird eine neue Kombination aus Helden gewählt, die durch ein gemeinsames Thema verbunden sind, ganz dem Motto, wenn wir nicht gewinnen können, müssen wir eben unterhalten. Siehste, und der Cassiopeia-Pick ist jetzt nämlich sogar schlau. Weil? Also ich kann es ja jetzt nochmal erklären. Wir spielen jetzt eine Botlane, die aus den Champions besteht, die im Bronze-Elo die höchste Winrate haben. Und das bedeutet, ich werde etwas spielen, was ich nicht kann. Und du kannst Nami, glaube ich, oder? Ich habe einen Skill. Wir können also nicht verlieren. Das ist statistisch nicht möglich. Oh. Highest percent Winrate Lane, by the way. Bin gut. Bist du gerade Holz, Styropor und kleine Metallteile? Kinderknochen. Ich hätte ein Geräusch hören müssen. Das ist Möhre. Oh Gott, geht das wieder los. Das ist das lauteste Essen auf diesem Planeten. Oh Gott, bitte. Nehmen vielleicht legit Kindern. Wenn ich die Katze zum Schlafen bringe, wenn sie draußen ist, schläft sie dann in jemanden weiter, wenn sie dort reinspringt, oder kann sie dann gar nicht mehr springen? Irgendwie irgendwas, was Immanuel Kant gesagt hat. Also, wenn ich Vertretungen bei den Kleinen mache, die so unter ein Jahr alt sind, die essen sauberer als du, ne? Ja, die scheißen sich auch nicht so oft an wie ich. Stopp! Mach da nicht einen Wettbewerb draus, Mensch. Wer hätte gedacht, dass das schief geht? Also unsere Lane war nicht das Problem. Ja, schade. Ja. Ich hab mal so die anderen Lanes geguckt und es war noch eine ganze Zeit okay. Und auf einmal haben sie den Hierbeton kaputt gemacht. Ich dachte mir, wow. Alter, ist das eine riesige Möhre. Du frisst dieses Scheißding schon seit 2 Spielen. Nein. Hört diese fucking Möhre nicht endlich mal auf! Es waren 2 Möhren. Selbst dann, 3 Spiele kann man doch nicht eine fucking Möhre essen. Das waren lange Spiele. Ja, ich konnte ja zwischendurch nicht essen. Junge, wenn sie hier so Zeitrafferaufnahmen siehst, wie so Ameisen so ein Kadaver auflösen. Das geht schneller als das, was du für Gefresse machst. Die spielen aber auch nebenbei nicht, lol. Doch, das sind nämlich unsere Teammates. Das stimmt nicht, unsere Teammates sind nicht so weit entwickelt. Stimmt, Ameisen sind Teamfähig, ne? Ameisen können was carryen. Boah, Alter, ey. Ist jetzt ein Pitch-Shifter drauf oder warum ist denn kaum höher? Nee, es war anstrengender, aber ich bin nicht fertig. Ich muss mich nur noch auspowern und dann bin ich durch. Wir gehen rein. Atmen. Warte, von hier hinten. Da oben. Oh Gott, LeBlanc. Er kriegt den. Maximaler Disco-Respekt. Was machst denn du? Ich habe ein Emote gespammt. Ich habe nicht mehr erwartet. Oh, jetzt. Okay, Caitlin.
Box. Grab. What? What the fuck? Tea time. Lass kurz gehen. Oh. Warte. Hm. Reden wir nicht mehr drüber. Ich nehm's. Ich nehm. Was? Okay. Döp. Na, schon hält sich ja die. Okay. Na, warte mal, wenn ich zurück bin. Ich hab 2000 Gold. What? Ja, ich hab auch 20 CS mehr als sie. Ja gut, die war die meiste Zeit entweder gegrabt oder tot. Ja, steppt mal ein bisschen weiter vor. Weil ich will eigentlich mit meinem Hook auf deinen reagieren. Und die startet er dann auch. Ich hab ihn mal geangelt. Soll ich reinflashen in die Grab? Ja, nee, aber du kannst einfach mal so. Snap feeding. Okay, den wollte ich eigentlich nicht, aber ich nehme ihn. Ich brenne aus und spiele. Okay. Ich habe echt Angst, wenn die SR drückt. Wow. Wow. Ich komme zu dir. Nein, doch nicht. Oh. Du willst es, oder? Du fühlst den Hook. Ja. Yep. Ich habe ihn gefühlt. Ich habe 1800 Gold. Eigentlich würde ich lieber weggehen. Ich hook mal jemanden über die Wand. Oder? Hemmung. Wait for it! Hast nicht hingeguckt, oder? Ich hab's gehört. Währenddessen erzähle ich eine kleine Anekdote zu Hookers. Oh. Ich renne jetzt hin. Oh. Nee. Nee. Sausage Surprise! Das war jetzt schon wieder dieser typische Moment. Wir sehen nichts. Wir wissen, dass der Jungler ab ist und wir wissen nicht, wo er ist. Und wir wissen, dass der Support gleich wieder kommt. Und du rennst unter Tower. Also. Um es mit den Worten von Moskau 5 zu sagen. Nein, wir machen das jetzt einfach nicht mehr. Worten von Moskau. Ich hab einen Shutdown abgegeben, Benjamin. Ja, warum machst du das? Ich bin da tritt gerade eine Vene an meiner Schläfe hervor. Hier, kein Respekt. Schnappen wir uns. Ich komme. He blocked him. Impossible! Ich weiß gar nicht. Oh. Na komm mal, er zittert schon vor Angst, hier der Krähenmann. Oh, der Respekt. Jawohl. Oh nein! War nicht schlimm. Wollen wir trotzdem reinrennen? Ich bin da. Lieber was anderes gemacht. Hab dich geheilt? Bin trotzdem tot. Ah! Gib alles! Oh. Wir wollen Drachen machen. Ich gestatte es. Nicht. So mögen wir sie klatschen, auf dass sie Respekt erfahren. Oh, hier hinter uns. Schnell rennen wir. Kutschu. Hey, stop. Aha, warte, Laterne. Nee, ich geh doch nicht hin. Au. Jawohl. Alles drauf. Machst du. Slappen. Okay, Caitlyn gibt dir Bestes, ne? Oh Gott. Sie hat bei mir. Whoa! Ich war mir nicht sicher, ob ich es schaffe, aber... I did it. Mom, I did it. Hilft mir Rapid Fire? Also,
Ist denn meine Kette länger oder gelte ich als... Mach es. Tatsache, es wird länger. Oh Gott, ich werde die so weit wegwippen. Long Range Schlöps. Das war mit Ramos. Hat er überlegt? Okay. Wie sagt die Jugend, er wusste, wer der Babo ist. Das sagt die Jugend schon seit 10 Jahren nicht mehr, oder? Ich glaube nicht. Ist Ramos tot? Nee, ach so, da kommt Ramos. Und angerollt. Oh. 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 Nein! Oh shit! Nein! Men sind Tights. Handtasche. Klatsch, Flash. Oh Gott. Da sind... Die arme Caitlin. Lass die Kamera drauf gezoomt. Oh Gott. Sie leuchtet rot. Ich könnte sie jetzt richtig gut wegslappen. Tut mir gerade voll leid. Oh Gott. Und da kommt die schlecht gelaunte Handtasche. Uncarryable. Können wir das wirklich dabei belassen, dass wir gerade ein AD-Fresh-Spiel gewonnen haben mit Blitz auf einer Lane? Ja, könnt ihr. Es gab bei dieser Session noch zwei weitere Spiele, die sie beide verloren haben. Also bildet euch ja nicht zu viel darauf ein, Sir Sterobat und Lassamusch.